Hallo Freunde, herzlich willkommen hier bei LevisCard12. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Heute wieder mal mit einer richtig coolen 90er-Serie, die uns Pedax herausgebracht hat, und zwar Sinbads Abenteuer. Ja, wenn ich an Sinbad denke, da gibt es ja diverse Verfilmungen und das berühmteste ist, glaube ich, der Cartoon aus meiner Kindheit, Freunde, mit Sinbad. Und es gab in den 90ern auch eine Serie, die ich verpasst habe, die ich aber mit dieser Box nachholen werde, Freunde. Dank Pedax. Ja, die Serie ist von 1996 bis 98 gedreht worden, in insgesamt 2 Staffeln. Auf 44 Episoden hat es gebracht und das erste Mal lief es 1998 auf ProSieben und das letzte Mal im Free TV 2009 auf Kabel 1. Ja, als ich das entdeckt habe beim Surfen, habe ich mal das Intro mir angeschaut, sah ziemlich cool aus und ich musste mir das einfach besorgen, Freunde. Die zweite Staffel, die ist noch nicht raus, aber die ist angekündigt worden, die kommt in ein paar Monaten auch raus, auch auf DVD heraus. Ja, auf dem Cover sehen wir hier den coolen Sinbad und seine Freundin. Ja, bin mal gespannt, wie dieser Sinbad ist. Also die Cartoon-Serie ist ja richtig cool, ja, kann ich euch nur empfehlen. So, schauen wir uns mal die Beschreibung an. Sinbad und seine Brüder stechen mit dem Schiff Nomad von Bagdad aus in See, um Abenteuer auf allen 7 Weltmeeren zu erleben. Auf ihren ereignisreichen Reisen begegnen sie Zauberern und Hexen, mysteriösen Fabelwesen und Anhängern schwarzer Magie. Doch egal, wie gefährlich die Situationen sind, Sinbad meistert jede Situation mit Bravour. Diese kanadische Fantasy-Serie erzählt in insgesamt 2 Staffeln und 24 Folgen die legendären Abenteuer von Sinbad aus 1001 Nacht. Gedreht wurde die Reihe im kanadischen Ontario und im südafrikanischen Kapstadt. Sie lief auf allen 5 Kontinenten erfolgreich im Fernsehen. Wow, das ist ja krass. In Kanada und in Südafrika. Nice. So, da sehen wir ein paar Bilder. Ist schon ein richtig cooler Typ, der Sinbad. Das Ganze läuft 990 Minuten in 4:3 Bildformat. Dolby Digital 2.0 ist Tonformat in Deutsch und Englisch. Ländercode 2, System ist PAL und Pedax. Ja, ihr seid die Besten. Ihr bringt solche Klassiker heraus, Freunde. Also das ist richtig Hammer, was ihr da heraushaut. Das ist Respekt, ne? Und wie gesagt, ich habe die Serie damals nicht gesehen, verpasst. Nicht interessiert gewesen damals, aber jetzt bin ich gespannt auf diese richtig coole 90er-Serie. So, dann packen wir es mal aus. Zack. Da haben wir es ausgepackt. Und so, das ist DVD-1. Rückkehr nach Bagdad. Die Insel der Tränen, Duell der Zauberinnen, der steinerte Bann, das Schwert des harten Hadels, Hates, glaube ich, ne? Und Folge 6, die Stadt im Nebel. Also auf einer DVD sind 6 Episoden drauf. Und da fliegt mir schon eine DVD entgegen. Und auch hier haben wir eine Halb-Cakebox, Freunde. Die DVD 1 ist schön. Ja. Und dann die anderen DVDs sind dann hier in so einer Cakebox. Ja. Wie gesagt, Cakeboxen sind nicht so mein Ding. Da haben wir DVD 2. Schön ist, dass jede DVD einen eigenen eigenes Design bekommen hat. So, und das ist DVD 4. Ja. Ja.
muss man immer so reinstecken. Und wenn man DVD 4 sehen möchte, muss man die vorherigen DVDs auch noch herausnehmen. Wie gesagt, Pedax, das habt ihr bei Booker besser gelöst. Und das bei 6 DVDs sogar. Und hier sind nur 4 und man muss so eine Halbbox nehmen. Naja, gut. Ja, ich bin froh, dass die Serie auf DVD raus ist. Und ich kann mir diesen 90er Sinbad reinziehen. Sinbads Abenteuer. Ja, Freunde, habt ihr die Serie auch gesehen? Kennt ihr die Serie? Könnt ihr mir gerne alles unter den Kommentaren schreiben. Über ein Abo, über Kommentare, über Daumen würde ich mich sehr freuen. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.